Hallo und herzlich willkommen bei Alanya Homex. Ich bin's wieder, eure Jesche. Und heute bin ich zu Gast in einer wunderschönen 3 plus 1 im Stadtteil Jikjili. Und was machen Gäste so, wenn man sie nicht beobachtet? Sie schnuffern. Und das genau machen wir heute hier auch, denn es ist nämlich keiner zu Hause. Ja, und hier bin ich schon im Eingangsbereich. Ihr seht, es ist super modern hier, es ist toll eingerichtet. In dieser Wohnung gehören natürlich die Möbel alle noch mit dazu. Wir haben samt der Terrassen 160 Quadratmeter und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal von Tür zu Tür und schauen mal, was sich dahinter alles befindet. Und wir haben hier auch schon die erste Türe, und zwar hat man hier sehr schön den Hauswirtschafts- und Technikraum untergebracht. Ihr seht, Waschmaschine, Platz ist auch da für allerlei Schnörkseleien und Waschmittel etc. Auch die Türen, die Schalter, es ist sehr modern hier, schön gemacht. Habe ich die Tür gar nicht zu. Wände auch sehr schön, Fußboden, ja, toll. Also ich muss wirklich sagen, und hier sind wir auch schon im ersten Schlafzimmer, und zwar ist das hier so gesehen das Master Bedroom. Auch hier wieder Kleiderschrank schön in die Nische integriert. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal hier an. Hier haben wir auch gleich anschließend das Badezimmer offen. Ja, also muss sich der ein oder andere vielleicht dran gewöhnen. Aber man könnte ja hier eventuell noch eine Glastüre oder irgendetwas reinbauen. Großzügige Dusche, und hier im Eck haben wir dann unser WC, schön versteckt hinter der Wand, aber auch schön zeitlos gemacht hier mit den weißen Fliesen und dem dunklen Boden. Und dann sind wir auch schon gleich im Schlafzimmer. Ihr seht, auch hier haben wir ausreichend Platz, Klimaanlagen brauche ich gar nicht erwähnen, Decken schön mit Spots, und auch hier auf dieser Seite tolle Fensterfront, einmal hier zum Kippen mit Blick nach unten und ein bisschen auf die Berge, und von hier geht es raus auf die Terrasse, aber die schauen wir uns ganz zum Schluss an. Und jetzt sage ich mal, gehen wir weiter. Auch hier Fußbodenheizung. Und dann kommen wir auch schon in den nächsten Raum. So. Und da werden wir schon im nächsten Schlafzimmer. Auch hier hat man sehr schön den Kleiderschrank schön untergebracht. Fällt überhaupt nicht auf, könnte man sagen. Dann haben wir hier Platz für ein Doppelbett. Und auch von hier kommt man auf die Terrasse raus. Die Terrasse, die wird euch mal so richtig von den Socken hauen. Türen auch sehr schön gemacht in weiß. Ich mache das mal zu, damit ihr auch noch mal hier den Flur schön erkennen könnt. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Na, schön weiter schnuffern. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf diese Seite und schauen uns das Badezimmer an. Kommt mit. Also hier ist mal ausreichend Platz. Gleich mal hier Duschkabine mit zwei Armaturen, zweimal Brause oben. Da kannst du Zeit lassen im Bad. Waschtische auch wieder sehr schön gemacht. Also von den Fliesen her, vom Stil her absolut zeitlos. Sehr, sehr schön. Zeitlos. Und jetzt haben wir das letzte Schlafzimmer so gesehen. Kommt mit rein. Ihr seht, hier hat man denselben Stil gefahren, aber ich finde es toll. Jetzt werdet ihr sagen, muss ja nicht dir gefallen. Tut es aber. Riesenkleiderschrank. Und auch hier wieder der Blick und der Schritt nach außen. Die Terrasse ist von jedem Schlafzimmer zugänglich. Ja, jetzt fange ich schon das Strahlen an. Wir haben wieder eine offene Küche, wir sind jetzt im Wohn-Ess-Bereich. Die Küche ist absolut tipptopp, da kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren. Wir haben hier, das muss ich euch zeigen, ich habe ja heute gesagt, heute wird geschnofert. Kinders, das nenne ich mal einen Kühlschrank, der ist jetzt nicht gefüllt, aber da ist doch mal ausreichend Platz für allerlei. Ne?
Unten drunter haben wir auch Gefrier. Und ansonsten haben wir Stauraum, soweit das Auge reicht. Zeitlos. Gerätschaften von der Marke Beko. Tipptopp. Und hier haben wir einen kleinen Essbereich. Und von hier kommt man in den Wohnbereich. Auch hier seht ihr, wir haben eine tolle Fensterfront auf dieser Seite. Es ist hell, es ist modern. Und dann gehen wir gleich mal raus auf die Terrasse. Also so eine große Terrasse zu haben, ist unschlagbar. Ihr seht, wir haben hier ausreichend Platz für Sitzmöglichkeiten. Einen tollen Ausblick. Die Sonne brennt. Und man ist so gesehen ungestört hier. Man hat tatsächlich keine direkten Nachbarn. Wir haben auf der Seite jemanden, der auch für sich ist. Und man kann sich ja absolut frei bewegen. Und das ist jetzt die Seite, die natürlich von den Schlafzimmern zugänglich ist. Ihr seht, wir haben Barbecue, Lümmelmöglichkeiten und man ist absolut ungestört. Ja, und jetzt sind wir auch schon hier im Außenbereich. Wir haben hier draußen erstens mal eine sehr gepflegte Anlage. Dann gibt es zwei Gemeinschaftspools. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns innen drin mal ein bisschen um. Ja, und dann geht es hier schon los. Und zwar haben wir eine Cafeteria hier. Schön überdacht, also man muss nicht in der prallen Sonne draußen sitzen. Zu meiner Freude gibt es natürlich auch wieder eine Tischtennisplatte. Und jetzt schauen wir uns noch die restlichen Räume an. Ihr seht, wir haben hier sanitäre Anlagen direkt gleich auf diesem Stockwerk. Auch der Aufzug fährt bis hier runter. Und dann gehen wir hier schon mal gleich weiter. Und zwar haben wir hier noch einen Kinosaal und drei unheimlich süße Kätzchen. Ich nehme euch alle mit. So, komm. Ja, ich muss weitermachen. So. Ja, so etwas lenkt ab, meine Freunde. Es geht nicht anders. Ich kann nicht widerstehen. Ich kann einfach nicht. Ich muss mich hier mit diesen kleinen Mäuschen beschäftigen. So, und deswegen gehen wir hier mal durch. Ihr seht, wir haben hier einen Kinosaal, aber es geht ja noch weiter. Und deswegen würde ich sagen, ich sammle mal meine Kätzchen hier ein. Komm, komm. Ja, lassen wir mal offen. Komm, komm. Und zwar gehen wir jetzt in die Sauna. Auch hier seht ihr, wir haben zwei sanitäre bzw. zwei Duschen, oder ist es ein WC? Nein, zwei Duschen. Wir haben hier die Gemeinschaftssauna und auch sehr schön ist auf dieser Seite so gesehen nochmal ein Ruheraum zum Relaxen und Entspannen, aber wir schnuffern mal weiter. Komm! Ja, und das hier ist der Fitnessraum, mal wirklich was anderes. Mit tollem Ausblick nach außen. Wir haben reichlich Gerätschaften da und ihr seht auch gleich, falls was kaputt ist, wird es auch gleich repariert. Ja, also jetzt noch mal kurz von mir zusammengefasst. Wir sind hier im Stadtteil Jiktile. Was bedeutet das? Mit IKMIT gibt es kein Problem. Also für jeden, der aus Deutschland flüchten möchte, der ist hier genau richtig.
Wir haben eine traumhafte 3 plus 1 mit 160 Quadratmetern im ersten Stock, riesige Terrasse, Privatsphäre, Bergblick, Burgblick, Meerblick, alles, was das Herz begehrt. In der Anlage haben wir Gemeinschaftspool, Aquapark, Massagezentrum, Spa-Center und vieles, vieles mehr. Ich schreibe alles in die Beschreibung unten mit rein, das könnt ihr nachlesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Abos. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte jetzt endlich auf den Knopf drücken. vielen Dank für eure Likes, für eure Kommentare. Wer Fragen hat, wer Interesse hat, bitte meldet euch, denn ich denke, diese Wohnung wird nicht allzu lange auf dem Markt sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz liebe Grüße aus Alanya, ganz liebe Grüße aus Cikcili nach Deutschland, Österreich, Schweiz, an den ganzen Balkan, Russland und wer auch immer mir zuschaut. Vielen lieben Dank und bis demnächst. Macht's gut, eure Yeshim. Ciao. Sen bakayım bana. Gel, sen de gel. Sen de gel. Uy! Uy! Hop! Ihr seht, ach Gott, sind die niedlich. Schaut euch mal die Augen an. Oh.